So, ja, herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Gameplay. Ja, wie im Hintergrund seht ihr, das ist COD. Letzte Woche hatten wir die Battlefield-Reihe mit dem Markus und dem Niklas. Ja, heute geht es zum Thema COD mit dem Tore. Hallo? Oh geil, hallo. Ja. Ja, im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 2 Gameplay. Also es sind eigentlich zwei, es sind zwei Gameplays hintereinander wie bei Battlefield. Zwei Runden Waffenspiel, beide gewonnen. Ja, ich habe auch hintereinander geklatscht, weil sonst wäre ich zu kurz gewesen. Und ja, ich weiß nicht genau, das kann ich vorab schon mal sagen, ob das jetzt leider nur 480p ist, weil das war mein erster Aufnahmeversuch mit der Rockstar, also das ist ein PS3-Gameplay hier. Das war mein erster Aufnahmeversuch und ich weiß nicht genau, wie er das aufgenommen hat. Das Gameplay habe ich schon seit jetzt eine Woche auf dem PC oder so. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich habe mir auf jeden Fall, habt ihr am Battlefield schon gesehen, die Rockstar geholt. Und ja, damit kann ich jetzt auch PS3-Games halt aufnehmen. Das sind halt zwei. Ja, Gameplays. Tore war nicht dabei, der hat nur für PC. Nee, PC ist geiler, Mann. Ne, PS3, keiner. Außer was schade ist, ist, dass wir bei Black Ops eine Zielhilfe haben. Bei Battlefield, soweit ich weiß nicht. Wieso bei Battlefield gibt es keine Zielhilfe? Bei PS3, Extra? ne. Also, wir haben es genauso wie auf dem PC. Ihr habt ja auch keine Zielhilfe. Und Nee, brauchen wir auch nicht. bei COD habt ihr auch keine, aber wir haben auch für PS3 voll die Ziel. Bei uns zieht immer voll rauf, das erkennt man im Ja, Gameplay auch ein weiß ich, bisschen. hab ich gemerkt, als wir gespielt haben. Da kennt man im Gameplay auch, wenn ich, wenn mit der Shotgun nicht einfach umdrehst und einfach mal rauf sprayst, du triffst da nicht immer. Aber geil. Ja, so allgemein COD, was hältst du davon? Wie findest du das so? Weil Markus und Nikas haben es ja ganz schön gehatet letzte Woche. Ja, so mittelmäßig, ne? Manchmal macht das richtig Bock. Also manchmal läuft's nicht, ne? Manchmal Genau. kann das Spiel an die Wand schmeißen und manchmal kann das Spiel echt Also sagen, dass es hammergeil ist. ich würde auch sagen, Battlefield ist natürlich deutlich besser, aber. Ja, du musst ja auch nicht mal auf die Grafik-Sache gucken, Ja, auch ne? nicht Ich nur dachte immer grafisch. nur, du bist immer so ein Typ, der so sagt, ja, geiler Grafik, geiler. Nö, du hast ja, Muss nicht unbedingt sein. du hast ja rüber, was wir letzte Woche alles gesagt haben. Die Killstreaks nerven, finde ich meistens, wenn da wirklich einer mit den Hunden kommt, die Wenn der nerven einfach Gegner nur die hat, rum. wenn ich sie habe, sind die geil. Ja, wenn du sie hast, ja. Und wenn der Gegner sie hat, dann kotzt einfach nur an, wenn du im Loadster da auf einen Stone, in einen Spawn schießt da. Ja, aber bei Battlefield nervt das auch, wenn jemand gerade seinem Heli in Luft liegt und alle wegrobst. Das ist auch Ja, scheiße. den kriegst du aber weg hier. Ein Loadster ist nicht so schnell weg. Nur hier, wie heißt die? Igla rauf und dann ist sie weg. Loadster kannst du nicht runterholen, oder? Doch, oder? Ich meine nur die Ja, VTOL. doch. Also jedenfalls die VTOL Keine kannst du Ahnung. auch holen Ja, und den die VTOL ist immer Notfall schnell weg. runterholen, glaube ich. Sonst wäre auch zu mächtig. Ja, ist auch nervig, wenn du halt im Spawn schießt. Du wärst direkt einfach ohne Spawnschutz einfach rauf. Ja, mal geil. Das ist auch geil. Das ist so schockig. Ja, jedenfalls, also ich finde Battlefield besser, aber COD mag ich halt auch. Aber wenn ich spiele lieber nur Waffenspiel oder halt eigenes Spiel mit Freunden, also öffentlich. Öffentlich Ja. halt meins nur Waffenspiel. Also Herrschaften drüber spielen nicht so viel eigentlich. Warum muss ich auch mit anderen Spielern messen? Sonst verliert man nachher das Spiel. Wenn du Ja. immer nur Waffenspiel machst oder Ja, kann ich. Stock und Stein und wie sie alle heißen, dann verliert das Spiel auch voll. Das ist Ja, dumm. hab ich mit jeder Waffe Skill, ne? Ja, klar. Nee, Nee. aber Ja. ich kann jetzt nicht so viel zu COD sagen, weil ich erst. Also ich habe jetzt nicht viele Teile gespielt. Ich habe COD 1 gespielt, 2, Modern Warfare 1, also das vierte. Und dann Modern Warfare 3 und dann noch Black Ops 2. Mehr habe ich nicht gespielt. Ich habe nur Black Ops 2 gespielt. Ja, Und Black Ops kennst du auch, ne? Am ersten Black da. Ops 1 hat mein Freund mal getroffen, ja. Ja, aber ich kann jetzt nur so sagen, also. Ich hätte mir auch damals COD 3 geholt, aber komischerweise kam das nicht für PC raus. Weiß bis heute noch nicht warum. PlayStation 2 Only war das, ne? Nee, auch Xbox, glaube Ja, ich. auf Konsole. Aber irgendwie war COD 3 auf der Konsole nur. Kam nichts für PC, weiß ich auch nicht warum. World of War, ne, keine Ahnung, ist an mir vorbeigegangen. Aber für 2 ärgert mich immer, dass ich es noch nie gespielt habe. Aber jetzt lohnt sich das nicht zu holen, meine ich. Weil ich schon viele Leute gefragt habe, die meinen, das Spiel nicht mehr so viel, lohnt nicht. Und es soll auch von Hackern überflutet sein, oder? Ja, und das auch. Auf Konsole und Kannst du mal PC. noch mal sagen, weil ich ihm sagte, war keiner dabei, der Ita lieber war dabei, der war auch am Battlefield Gameplay und ist immer gekillt. Der hat immer so diese Angewohnheit, bei uns bei mir ins Gegnerteam zu joinen. Ja, Bock zu halt, ne? Ja, da habe ich eben schon wieder gekillt, nämlich gerade im Gameplay. Ich weiß nicht, es ist natürlich ein bisschen nicht so, das Gameplay ist nicht perfekt synchron ist auf unser Gelaber, weil wir ja nur. Ich hab's im Hintergrund laufen, damit ich weiß, wie lange wir labern sollen. Aber ja. Ja, da hat er mich gerade schon wieder gekillt. Ja, Ja, super. wenn ich hier mit der Ballista ohne Visierung rumrenne, ne, Tore? Ja. Ja. Was ist da, und hier, wie heißt das? Offene Visierung, haben Ah, wir spielt Tore ja auch geil. mal, ne? Ja, das ist echt geil. Das ist skillig. Ne, offene Visierung, jetzt habe ich den Kill gemacht, aber mit der kann ich mal nicht so gut spielen, irgendwie. Weiß ich auch nicht wieso. Oh, weiß nicht. Also COD 2 habe ich damals, ich denke mal, ich schätze mal, hab da auch 50 Stunden Spielzeit Online-Modus. 50 Stunden!
Ja, bestimmt, weil da gibt es echt irgendwie so Server, also da war auch eine Map, die hieß, oh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, keine Ahnung, auf jeden Fall war da richtig, also, man, da war richtig alles verstellt, ihr konntet so richtig schnell schießen und so. Bei welchen? Bei COD2 oder wie? Ja, da gab es einen richtig geilen Server, den habe Da ich gab's schon richtig gespielt. Multiplayer. Ja. Bei Zwar würden vielleicht jetzt noch welche zocken, vielleicht. COD1 gibt's keinen noch, gab's noch keinen, oder? Doch, glaube auch schon. Echt jetzt? Ich weiß Ja. es nicht, deswegen. Mein ja, auf jeden Fall. COD2 gab es auf jeden Fall einen Multiplayer, der war eigentlich richtig geil. Also da war meistens mit Einzelschusswaffen, mit hier die Enfield und so, halt Standard alte Waffen und so. Hat trotzdem was richtig gebockt, ey. Und keine Killstreaks, war einfach nur sie. Denk direkt an Daisy. Ja, haben wir. Ja, stimmt. Ja, denk mal an Daisy, ja. Das War die. die Waffe von niemand erstes irgendwie, so eine Angewohnheit. Die Enfield, eine der ersten Waffen, die in COD auftauchen, ja. Und ja, die wurde halt ein bisschen aufgepatcht und hat sich jeder mit dem Ding einfach auf die Fresse gegeben. Gab keine Killstreaks. Weiß nicht. Pff, war Meinst einfach du standardgemäß. Einfach nur auf drum laufen, auf die Fresse geben, fertig. heutzutage würden noch welche COD kaufen, wenn nicht COD draufstehen würde, sag ich mal, also jetzt von wenn du das Spiel selbst mal anguckst. Viele kaufen das wegen dem Namen, sag ich mal auch. Ja, schon, ne? Da ist das erste Gameplay zu Ende, gerade schön hier mit dem Ballistic Knife in einen reingedrückt. Erstmal schön daneben geschossen, richtig stark. Aber ich finde irgendwie, ich finde COD verändert sich zu wenig. Also, okay, bei Battlefield 4 von dem Trailer gesehen, wird auch nicht mehr viel neu sein. Ja, du warst erst begeistert, ich musste dich ja erstmal drauf bringen. Ich habe die Grafik angeguckt und dachte, da war der Rest ausgeschaltet. Nee, man dachte echt, als man den 17 Millionen Gameplay gesehen hat, dachte man echt, boah, hammer fett, aber man hat vollkommen vergessen, dass die Battlefield 3 genauso aussah. Die Fahrzeuge in der Grafik nicht. Ja, natürlich, die kann locker, also die ist natürlich ein bisschen besser, aber trotzdem, die war, als wir, das letzte Jahr war, oder vor 2 Jahren kam ja Battlefield 3 raus, das Zeitalter war, die Grafik auch richtig hammer. Wollte nur einmal sagen, weil ich eben schon mal gesagt habe, nur mal ganz wichtig. Das ist nicht, dass jetzt jedes Gameplay 84p ist, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Ich wusste nur am Anfang nicht, wie ich das alles einstellen soll. Also, was musst du jetzt sagen, wo ich gerade so in Fahrt war? Ja, das war halt ganz wichtig. Nee, und jetzt, wenn man jetzt, wenn, ja, du bist genau drauf reingefallen, man dachte, oh, hammergeil die Grafik, aber Ja. man muss sich nur mal den Helikopter einsehen. Der ist Genau genau dasselbe. dasselbe. Die genau Genau. dasselben Typen, Da buggy genau auch. dasselben Buggys, das ist ach, echt. Und die Spaß hat auch dasselbe Design. Das habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Es ist auf der Ja, ganzen rumgerannt. eigentlich Waffen werden eigentlich immer hauptsächlich verändert, weil COD verändern sich auch mal die Waffen. Da wird nicht eine Waffe, na, durch die UMP oder so, UMP 45 oder so, die wird auch mal gleich aussehen. Ja, Aber ebenfalls, also. Ja. Black Ops 2 gab es jetzt haufenweise neue Waffen, also ich könnte keine Waffe davon Aber außer. guckt mal den Unterschied zu Best von die 2 zu BF3 an. Der war mega. Also, ja, haben wir auch schon in einigen Berichten gesehen, dass der Sprung nicht groß genug war. Also von Battlefield 2 auf 3, es war Monster, der Sprung war mega. Bad Company 2 war ja davor. Hat man echt gedacht, Battlefield okay. 2 war richtig lange her. Ja, Bad Company. Genau. Und da hat man echt gedacht, so, boah, was haben die denn da rausgehauen, ey, so ein Hammerspiel. War ja auch Aber richtig geil. echt, was hätten die jetzt noch groß verbessern sollen? Vielleicht kommen die Seeschlachten noch, die angeteased wurden erstmal? Ja, das haben wir, hast du ja schon gesagt, dass irgendwie das Genau. Tiefseeschlachten, das wäre echt geil gewesen, aber ja, wie soll das funktionieren? Wie soll zum Beispiel ein Flugzeug ein U-Boot abschießen? Wieso reden wir eigentlich im COD-Gameplay nur über Battlefield? Ja, stimmt nicht. Man muss ja das beides vergleichen, ne? Ja, Ja, aber Standardschatz. sowas wie mit VTOL rumfliegen und so macht Bock auch richtig geil, aber bei COD ist nur die Schwierigkeit, die zu kriegen. Ja. Wenn man nicht gerade so einen Megaskill hat und die ganze Zeit nur so 102 Scores hat. Ja, und halt standardgemäß bei jedem COD alle Bobbys mit Schotti und hier Ja, coolen Schuben Schotti ist und Klassiker. sowas, aber das, naja, gibt's bei Battlefield nicht ganz viel, aber trotzdem. Bei Black Ops haben sie gut gelöst mit den Schuben, also wenn ich mal Black Ops spiele, weil ich fast nie getubt, also keine Ahnung, ob sie das runtergepatcht haben. Ich glaube, die sind noch nicht so stark, die Granaten da. Ne. Nur die Killstreak mit dem Granatwerfer, der ist natürlich heftig, aber den muss man erstmal kriegen. Dein Sound ist gerade ein bisschen komisch geworden, als hättest du eine Hand vom Mund oder so. Stimmt ja gar nicht. War auch schon ein bisschen dumpf irgendwie. Nö. Doch. Muss man den Ohren waschen bisher. Aha. Nee, hopp. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, das hört man in der Aufnahme nicht. Jetzt gut, dann fertig. Ja, denn was, ja, was war dann COD1 besonders? Weil das war, glaube ich, mega erfolgreich. War das erste COD? Ah, das ist wieso das denn? Ich kriege dir die Zahl aus dem Kopf. Weißt du, wie lange es her ist? 2003, Mann. Das Ja. ist 10 Jahre her. Ja. Ich weiß das noch, wie oft COD1 verkauft wurde. Nein, ich hab dich gefragt, warum das so erfolgreich war. Du hast ja gespielt. Ich habe nie gespielt, ich habe keine Ahnung. Du hast COD1 noch nicht. Nö. Was? Hast du doch letztens gesagt, dass du es noch Ja, hast. toll, ich hab's aber nie reingepackt oder so, weil es nach Windows 7 gar nicht mehr läuft. Wie läuft das? Hab das Geschenk gekriegt. Von dem Kollegen.
Natürlich läuft das, warum soll das nicht laufen? Ach, reparieren wir später mal irgendwann. Ja, Das kriegen wir schon zu, also du brauchst jetzt auch nicht mehr oder zu spielen. wegschmeißen und dann. COD1 ist nicht mehr zu Und spielen. weil immer das läuft nur Windows 7 nicht. Ja, das machen wir anders mal. Auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich damals einfach mal gekauft. Also ich hab's gekriegt. Und dann mal angespielt und ich fand das einfach richtig witzig. Also was heißt witzig, aber. Wann Weiß ich nicht. hattest du das schon am, sag ich mal, Check als rauskommen oder ist deutlich später oder? Für deutlich später ist. Ja, Also, also wie ich gerade sehe, ich habe jetzt gerade das so eine war auch ein bisschen jung. Seite. Ich habe gerade so eine Seite auf. Also ich habe COD1 gekauft, als schon COD2 rauskam. Nur mal so am Rande angemerkt. Ja, Und wann kam die 2 raus? 2005. Also ich habe gerade so, ich habe gerade mir so ein Bild vor Augen auf meinem Rechner. Da steht, dass COD2 2005 erschienen ist, COD1 2003. Also es gab ein COD-loses Jahr einmal, 2004 war COD los. Das war für einige Leute ganz schlimm. Ich glaube, dann sehe ich gerade jedes Jahr COD rausgekommen. Ich glaube, ja. Ja. Ja, COD3 habe ich halt dann ausgelassen. Also COD2 habe ich natürlich auch gespielt, viel Multiplayer und sowas. COD3 ausgelassen, also COD4 schon wieder gekauft. Da war auch richtig geil. Also, das ist jetzt ein bisschen länger her, aber kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern, wie lange ich das gespielt habe, aber hat auch richtig Laune gemacht, bis dann nachher die ganzen Cheater kamen und das heutzutage kannst du spielen auch noch ein bisschen MW1 ein paar Leute, aber die kannst du überhaupt nicht mehr spielen, weil alles voll mit Hacker und Cheater und so Leute halt sind, die halt keine Eier haben. Ich kann nur was vom Gameplay noch kurz sagen. Nein. Da ganz kurz das Fach der Situation. Hier, ich bin bei der, ich habe 440 Punkte und einer hat 190. Das heißt, er braucht nur noch diesen einen Messerkill und ich bin immer noch bei der Sniper und ich gewinne noch, ey. Das ist unglaublich. Das hast du schon gespoilert, ey. So ein Affe. Ich gehe in beide Runden, hab ich am Anfang des Gameplay schon gesagt. So, hätte ich ja nicht gesagt, ne? Also will ich ja wohl nicht hoch, dann würde ich die Runde nicht gewinnen. Ich Digga. lade doch kein Waffenspiel-Gameplay hoch, wo ich nicht gewinne. Wie dumm wäre das denn? Wieso? Also irgendwie langweilig, ne? Man kann ja auch mal gezeigt, man muss ja nicht mal nur in seinen Skills sagen, man kann auch mal zeigen, wie man richtig fertig gemacht wird Ja, von wo wir jetzt mit Uncharted, das wollen wir vielleicht LPen, da werde ich auch alles hochladen, also auch wenn das verkackt war. schönen 0-10 Gameplay, sagst du? Schön live-Kommentar, immer Live-Let's Play, ja. Ja, da musst du schon ragen, ey. Das sag ich jetzt schon. Uncharted, nur das geht eigentlich mit Rage, das ist gar nicht mehr so schlimm. Geht noch, nicht so ganz so schlimm. Ne, keine Ahnung. So, Wieso hast du denn. und da bin ich auch schon mal Messer. Jetzt ging ja schnell. Wieso hast du Ja. jetzt mit Black Ops 2 angefangen, du Weil also MW4 hole ich mir auch nicht oder so. Ja, und da haben wir jetzt Noob? dieses Phänomen, was mein COD auch mega aufregt. Wechsel zum neuen Host. Hast du mittendrin gehabt? Das Ja. ganz am Ende. Es waren 30 Mal Messer jetzt und dann kam das. Ich dachte schon, wenn das jetzt abkackt, bin ich richtig aufgeregt. Weil beim Messer und dann kackt es ab. MW3 war so doll mit auf neuen Host warten. Ich glaube, da gab es nicht so schön. Das ist bei PS3 hier passiert das immer. Fast in jedem zweiten Match. Habe ich das Gefühl. Also eigentlich bei mir fast nie auf dem Oder. PC, fast nie, weiß ich Ja, PS3 haben wir so viele mit so einer Toasterleitung, ne? nicht. Ja, die sitzen irgendwo auf irgendeiner komischen Insel und müssen erstmal mit dem Ja. Ja. Hamsterrad ihr Holzrouter antreiben, Ja, dann genau. wenn der mal keine Lust hat zu laufen, dann ja. Da sehen wir nochmal die Killcam. Das war's denn schon mit dem Gameplay. Also ich dachte, die 30 Minuten kommen, die können wir gar nicht füllen. Wir waren noch gar nicht fertig eigentlich. Ja, dann sind wir fertig, Na sagst du? gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, diesmal Ja. fürs Zuhören, ja, stimmt. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.